So Leute, willkommen zu diesem neuen Video hier. Wir haben es heute Samstag, den 4. Dezember. Und ja, wir stehen hier an dem entsprechenden BÜ in Münster. Dieser ist signalabhängig. Wir haben Vollschranken mit Untergehungsschutz. 9 Lichtzeichen, also auf der gegenüberliegenden Straßenseite 2, hier 2 mit einer extra Seitenampel, das macht 9 Stück. Diese Anlage hier ist mit Kamera überwacht. Und wo weiß ich nicht. Gong mit halt der Ansage, Bahnübergang verlassen, Schranke schließt. Hier verkehren Intercity RE42 und halt mit Verstärker als Doppelstock nach Mönchengladbach und von Mönchengladbach auch nach Osnabrück oder Essen. Und dann halt auch RB43 Münster-Coesfeld. Der nächste Bahnübergang in der linken Richtung wäre Münster Hauptbahnhof und in der rechten Münster Mecklenbeck. Diese Anlage hier sichert 3 Gleise. Und ja, kann ich jetzt nicht genau einschätzen. Ich denke so 2000er oder frühe 90er. Also früher 1999 so eine Dreh. Und heute ohne Begleitung. Und ich wünsche euch viel Spaß hier bei dem Film. Und Grüße aus Münster und auch an dich, Nils. So Leute, es wird, denke ich, gleich direkt weitergehen, deshalb gehe ich schon auf die andere Straßenseite. Ja, ich zeige euch mal schnell hier die Strecke. Einmal da nach Münster. Da oben ist auch die andere Kamera. Und da geht es halt nach Mecklenbeck. Der nächste Bahn nach Münster Mecklenbeck ist. Wer hätte gedacht. Und hier, dieses Gleis, wird auch noch gesichert durch Schranken. Von dieser Anlage hier. Aber es ist auch nicht mehr im Betrieb, wie man das ja sehen kann. Ja, da ist die Kamera nochmal von NH und da ist nochmal eine Kamera halt. Ja, ansonsten gibt es halt noch dieses Signal da. Und geht dann noch nicht an, das ist gut. Dort sind auch nochmal Signale und da ganz hinten in der Ferne. So. Da sind auch nochmal Signale. Bei uns interessieren uns lieber diese Signale hier. Also mich interessieren halt diese Signale mehr. So. Ich
Das war mal eine schöne Werbelok, ey. So Leute, ich habe euch ja versprochen, dass wir eigentlich jetzt nochmal das Schalthäuschen und das anschauen. Aber erstens, ich konnte es sehen, 2001 wurde das, also diese Anlage hier erschaffen. Und wegen der Kamera hatte ich auch nicht so wirklich die Lust dazu. So Leute, jetzt sind wir an unserer letzten Position angelangt. Es ist ein bisschen grün, wie man schon sehen kann. Und ja, ich verabschiede mich jetzt wirklich von euch. Bis zum nächsten Video, euer BÜ-Fan NRW.
So, jetzt warten wir kurz noch, ob vielleicht noch was direkt im Anschluss kommt. Sag ich doch. Da stelle ich mich jetzt noch mal extra um. Das Geile an diesen Anlagen finde ich halt auch noch mit dieser extra Ansage für die blinden Leute. Das finde ich echt cool. Aber leider, meines Standwissens her, gibt es davon nicht allzu viele. Und ja. Und ich habe auch tatsächlich einen Plan, den verrate ich euch natürlich jetzt. Ich bin in der Überlegung, ob es hier irgendwo im Münsterland eine BÜS-72-Anlage gibt. Und laut YouTube sollte irgendwie in der Nähe von Emstetten eine sein. Also eben Würen oder wie das heißt. Und wer da Bescheid weiß, dann könnt ihr mir gerne einen Kommentar da schreiben. Und ja, mal gucken, was ich dann machen kann. Und für die geht es alle nach Norddeich Mole. Ja, und jetzt heißt es für mich zusammenpacken. Adios, amigos. Ciao, Bella. Ciao, Bella. Goodbye. Ja, ciao.